Moin Leute und willkommen zurück zu Pokémon Trading Card Game Online. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie nächtliche Märsche uns ordentlich in den Hintern treten können. Und ich hoffe mal, das werden wir heute mal nicht mitbekommen. Vielleicht haben wir heute ein bisschen mehr Glück mit dem Greenpeace Deck, denn wir suchen Gegner und finden den guten und alten Damang6388. Wer kennt ihn nicht? Und er hat sehr, sehr viele Energiekarten. Das heißt, er hat sicherlich viele X-Mons und viel Spaß in seinem Leben. Ich habe das Gefühl, 90% der Leute haben oben, wie es oben links gerade zu sehen ist, so ein Avatarbild. Irgendwie sieht man das sehr, sehr oft. Irgendeine Brille und dann diese Baskenmütze. Ständig sieht man das. Aber gut, soll mich ja nicht stören. Wir haben schon mal eine sehr, sehr gute erste Roll, muss man sagen. Mit Serpifeuer und Evo-Serp. Das ist schon mal sehr, sehr ordentlich. Mal schauen, wie wir uns jetzt gegen den guten Damang ein wenig gegenstellen können. Wir werden es sehen. So, dann zeig ich mal, was du hast, mein Freund. Okay, das sieht auf jeden Fall nach einer großen Ladung Spaß aus. Wieso rede ich so abgehackt? Ich weiß es nicht. Ich bin ein Roboter. Bibu, bieb. Okay, dann erstmal eine Energiekarte ran und warten, denn wir können nichts tun. Mal schauen, was er macht. Er hat einen Psiau. Unglaublich süß, zuckersüß. Oh mein Gott. Ah. Okay, und Jirachi. Okay. Okay, das wird höchstwahrscheinlich zum Psiaugon gleich. Jirachi, ja. Hm. Okay. Bisher noch nichts, wovor ich mich allzu sehr fürchten müsste. Macht natürlich ein bisschen Schaden. Ist ein bisschen blöd, aber bisher noch nichts, wo ich mich richtig arg vor fürchten müsste. Okay, jetzt können wir erstmal das Evo-Serp reinhauen. Das ist schon mal ganz gut. Vielleicht haben wir sogar Glück und können Parahexen. Natürlich. Ich habe das Gefühl, damit habe ich immer extrem viel Glück mit dieser, mit diesem Parahex von dem Evo-Serp. Gefällt mir gut. Ist natürlich ein bisschen blöd für den Gegner, aber mich soll es ja beileibe nicht stören. So, jetzt hauen wir nochmal kurz drauf. Ach stimmt, wir können sowieso keinen Schaden machen wegen des blöden Amuletts. Das habe ich jetzt ein bisschen verdrängt, aber egal. Okay, da geht der Spaß jetzt schon los mit dem Bisaflor. Vergiften und sich selbst heilen kann es. Okay, vergiften ist natürlich wieder so eine Sache, da möchte ich schon wieder im Strahl brechen. Generell jegliche Statusveränderung, das geht mir richtig auf den Pinsel immer. Aber gut. Wir werden sehen, wie wir uns dagegen bewaffnen können, gegen das Bisaflor. Problem ist, selbst wenn ich jetzt das Serpi Royal rausbekommen würde, selbst dann könnte ich das Bisaflor. Oh, perfekt. Könnte ich das Bisaflor nicht one-hitten. Ist ein bisschen blöd, was heißt. Das heißt nämlich, dass ich höchstwahrscheinlich vergiftet werde davon. Aber nur gut. Das Psiau könnte ich zwar jetzt one-hitten mit dem schlitzenden Schlag, aber das hat eigentlich keinen großen Threat für mich. Dementsprechend rolle ich mich lieber ein und booste mich dadurch ein bisschen. Also ich halt in der nächsten Runde auf jeden Fall das Psiau rausnehmen und dann in der übernächsten das Bisaflor. Bisaflor, ja, ja, ja. Okay, mal schauen, was er jetzt anstellt. Das Gute ist, wir haben noch auf jeden Fall eine Healing Potion hier mit der Center Dame. Das heißt, die Vergiftung wäre auch nur halb so schlimm, muss man doch sagen. Da wir uns die natürlich wegheilen können. Das wäre schon mal sehr, sehr gut. Ich kratze mich nochmal. Das kratzt mich aber relativ wenig. So. Oh, perfekt. Miltank, super. Momentan eher so semi-gut, würde ich mal behaupten. Da wir natürlich das Serpi Royal gerade vorne haben, aber ich lege trotzdem schon meine Energiekarte ran, falls wir es irgendwie später nutzen können. Jetzt kommt erstmal nochmal einrollen. Zack, sollte ausreichen für das Psiau. Ich könnte natürlich das Serpi Royal zurückziehen und dafür das Miltank rein. Gucken wir gleich mal, ob das nötig ist. Weil momentan haben wir halt ein geboostetes Serpi Royal vorne, was potenziell 140 Schaden machen kann gerade in der Situation. Und das darf man natürlich nicht unterschätzen. Er kann wie viel Schaden machen? 60 plus Vergiftung, muss man natürlich sagen. Also das Rückziehen wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Das wäre auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Die Sache ist nur, was tun? Ich kann jetzt auf jeden Fall komplett heilen. Das ist schon mal sehr gut. Dann könnte er 90 Schaden machen. Eigentlich ist das sogar die bessere Taktik, als wenn ich jetzt den Miltank nach vorne werfe. Ich heile jetzt erstmal. Zack. Und zwar kompletto. Das hätte ich nämlich sowieso gemacht, ob ich das jetzt zurückziehe oder nicht. Und jetzt ist die Frage. Jetzt kann ich hier 140 Schaden machen und danach eigentlich zurückziehen. Weil dann macht er mir nochmal 90 Schaden vielleicht. Kann sich zwar ein bisschen heilen, aber dann würde mein Miltank ihn finishen. Das wäre eine Idee. Machen wir mal so. So, 140 erstmal. Putz. Das ist schon mal sehr gut. Mal schauen. Also er kann mich auf jeden Fall nicht killen. Und wenn er mich vergiften sollte, kann ich ja zurückziehen und habe meinen Miltank dann, was auf jeden Fall viel Spaß haben wird. Jetzt macht er wahrscheinlich den Dschungelhammer oder wie das heißt. Ah, okay. Das ist natürlich blöd jetzt. Was machen? Er hat 50 Schaden, also 130 Schaden müsste ich machen. Gut, eigentlich muss ich das Serpi Royal auf jeden Fall zurückziehen.
Die Sache ist, er kann meinen Miltank auch nicht one-hitten. Das heißt, ich könnte zwei Schläge mit dem Miltank raushauen. Jetzt kommt erstmal der Rückzug. So. Den Hyperball nutze ich auch mal für ein neues Serpifeu. Zwei Energiekarten können weg. Eigentlich kann das Tangolas auch weg, aber egal. Zwei Energiekarten brauche ich gerade weniger. Octillery wäre auch eine Überlegung wert. Trombok brauche ich gerade nicht unbedingt. Ich hole mir noch ein Serpifeu. Denn mein momentanes Serpi Royal ist ja ein bisschen angeschlagen. Da habe ich lieber eins in der Hinterhand. Leg es auch schon mal hin. Energiekarte lege ich mal an das Serpi Royal wieder ran. Zack. So, und jetzt kommen einflussreiche Freunde. Einflussreiche Freunde kommen natürlich direkt. Die Sache ist, er kann sich dann nochmal um 30 heilen, wenn er sich nicht nochmal mit einer Pokécenter-Dame heilen sollte. Sollte es aber ausreichen für das Bisaflor. Das ist jetzt so der Plan gerade dahinter. Ja, okay, sehr gut. Jetzt haben wir zwar ein richtig hart angeschlagenes Miltank, aber das reicht aus für das Bisaflor, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wir können es sogar noch heilen, also das Serpi Royal können wir nochmal heilen. Und zwar komplett, wenn wir jetzt die Kräuterenergie noch anlegen würden. Ich heile aber erstmal so. Frage ist, wen heile ich? Serpi Royal ist eigentlich schlauer, ne? Wie viel kann er Schaden machen? 50. Serpi Royal ist wichtiger gerade. Machen wir mal so und finishen jetzt erstmal das Bisaflor. Zack, sehr, sehr gut. Also das Miltank ist halt, es ist zwar wichtig, aber mir ist momentan das Serpi Royal doch ein bisschen wichtiger, dass das gut bei vollen KP ist. Weil das muss halt, also das kann halt richtig hart Schaden raushauen. Das Miltank kann natürlich 80 Schaden machen, aber das Serpi Royal kann halt mit einer Energie 100 oder 140 Schaden machen, nach zwei Runden nehmen. Und das dann doch schon so eine kleine Prise besser. Eine klitzekleine Prise. Aber bisher gefällt mir der Kampf sehr, sehr gut gerade. Sehr, ich würde sogar sagen, der ist ziemlich ausgeglichen. Auch wenn wir gerade nur 3 und er 6 haben, also Preiskarten, aber finde ich schon mal nicht schlecht. Und das Deck habe ich generell noch nie, ich habe noch nie einen Jirachi oder einen Bisaflor X, habe ich glaube ich auch noch nie gesehen. Dementsprechend noch viel schöner, das Psyau sowieso nicht. Oh, wie putzig! Guck mal diese großen Augen an! Das ist aus dem Generations Pack, ne? Ja, ist es. Wieso? Gibt es eigentlich irgendeinen Sinn dafür, dass an der Seite diese Amulette sind? Würde mich mal interessieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es da irgendeinen tieferen Sinn hinter gibt. Wahrscheinlich nicht. Würde mich zumindest ein bisschen wundern. Gut. Die Sache ist jetzt... Ich könnte das Jirachi halt one-hitten, ne? Nee, könnte ich nicht, weil ich das Miltank ja erstmal rausholen müsste und dafür habe ich keine Energiekarte. Deswegen kommt jetzt erstmal der Hyperball. Der Hyperball. Der nimmt das Tangolos und das Serpifeu raus, weil das Serpifeu brauche ich natürlich gerade nicht. Und holt sich dafür... Remoraid wäre auch eine Überlegung, aber ehrlich gesagt erstmal Ephoserp. Denn das kann ja auch im Zweifel, wenn wir Glück haben, noch paralysieren. Wenn wir Glück haben, natürlich. Parahex? Leider diesmal nicht. Na gut. Dann können wir nochmal... gut, wir können das jetzt auf jeden Fall besiegen, das mit dem Miltank, das Jirachi. Das ist schon mal sehr gut. Kommen wir mit einer Energiekarte ran. Und tschüss. Pi Pi. So. Gefällt mir sehr, sehr gut, dieser erste Kampf. Oh, N, sehr gut. Wobei, ich möchte das Octillery eigentlich nicht wegwerfen. Na, ich weiß es nicht. Mal schauen. Schauen, was wir bekommen. Vielleicht bekommen wir gleich das Remoraid. Und dann würde ich natürlich auf keinen Fall das Octillery wegwerfen. Aber gut, wir werden sehen. Generell habt ihr geschrieben, das Octillery sollte man so ungefähr im zweiten Zug raus haben. Was ist das? Ist das das gute Shamian? Nee, ist nicht das gute Shamian. Okay. Das Octillery sollte man so ungefähr im zweiten Zug raus haben, am besten. Das ist das gute Shamian. Ja, das ist das gute. Und ja, das ist, verstehe ich, auf jeden Fall. Vollkommen legitim. So, er möchte natürlich jetzt sein Shamian hier rausballern, ne? Verstehe ich. Möchte ich ehrlich gesagt aber nicht haben. Jetzt hole ich erstmal N, damit ich... Ich bekomme zwar nur zwei Karten, aber ich brauche halt irgendwas anderes. Ich könnte jetzt schon mal sein Shamian zurückrufen. Oder ich mache ihm einfach, wobei die 80 Schaden bringen mir halt gar nichts. Ich könnte einfach ein anderes von seinen Mons wegklatschen. Aber erst in der nächsten Runde. Jetzt muss ich, ja, das Angreifen ist natürlich relativ witzlos, weil er sich sowieso gleich rauswirft. Aber die Sache ist, hätte ich jetzt gerade... Ich weiß nicht, hätte ich jetzt Energiekarten bekommen, hätte ich überlegt auf jeden Fall, ob ich Miltank rausnehme. Also er muss jetzt eine Doppelenergiekarte haben, weil sonst... Mit dem N habe ich ihm vielleicht ja den Zug versaut, das kann ja sein. Vielleicht hat er eine Doppelenergiekarte drin und hat sich dann gedacht, hehe,
ich kleiner schlauer Junge, hau dann mit dem Shaming rauf und hau dann wieder ab damit. Und ich habe mir das vielleicht versaut durch den N. Das kann natürlich sein. Das wäre natürlich ein ziemlich cleverer Zug von mir gewesen, wenn ich darüber nachgedacht hätte. Aber ich bin ja nicht so ein schlauer Kerl. Ich mache sowas ja nicht, weil ich drüber nachdenke. Ich mache das ja einfach zufälligerweise. Wir können ihn natürlich auch gerade so nicht killen jetzt. Was wäre denn, wenn ich sein anderes Shaming raushole? Kann ich ja killen. Und das ist auch eine X-Mon, oder? Ist es? Nee, ist keine X-Mon, schade. Gut, sonst hätte es natürlich einen Sinn erfüllt. Die Frage ist, möchte ich das Miltank drin behalten? Ich überlege gerade, ob ich den Flordelis behalten soll, gerade oder nicht. Die Sache ist ja, wenn ich jetzt das Serpe Royal raushaue, dann macht er mir halt 30 Schaden einfach. Aber ich habe mein Serpe Royal schon mal auf 100 Schaden. Ne? Wäre eine Überlegung. Aber ich bleibe mal mit dem Miltank draußen, weil dann vermindere ich ja den Schaden mit meinem Serpe Royal. Ich lasse das mal so. Dann bekommt er zwar noch ein paar Kärtchen, aber das soll mir gar nicht mal so sehr wehtun. Zumindest an der Stelle jetzt gerade. Und sein Aufbauen bringt ihm gerade sowieso nichts. Die Himmelgabe, was macht das nochmal? Zug auf deine Hand. Gib's dir Auge und guten Tag. Schauen wir mal, ne? Okay. Okay. Gut, das war natürlich klar. Das alles geplant. Was heißt geplant? Aber natürlich notgedrungen. So, jetzt hören wir einfach mal das Serpe Royal raus natürlich. Ach, wir können sogar warten. Wir können sogar reagieren. Das ist gut. Kommt das Serpe Royal. Er kann mich aber nicht zurückwerfen oder so, ne? Nö. Nö, der kann nichts machen. Kein X-Mon hier. Ich hau einfach mal drauf mit Einrollen, ne? Einfach mal raufkloppen. Gut. Der kann Schaden verteilen, ne? Eine Schadensmarke, aber gut, selbst wenn. Ich mache ja 140 Schaden danach. Dann müsste er zwei Schadensmarken verteilen. Oder er müsste natürlich sich heilen. Ne? Das ist ja der Unterschied hier. Dann könnte er sich noch retten. Ich überlege, ob es so schlau gewesen ist, den Flordelis so zu behalten. Ich meine, ich hatte noch zwei Preiskarten, das ist das Problem, weil sonst hätte ich bei der einen Preiskarte natürlich sofort das Jirachi reingeholt. Okay, aber jetzt verteilt er eine Schadensmarke, genau. Aber ich mache ja 140 Schaden. Das heißt, ich müsste doch jetzt, wenn er jetzt nichts mehr macht, sieht's gut aus. Ja. Weil 140 plus 30 sind ja 170, also. Oder habe ich was übersehen? Nö. Okay, sehr gut. Schöner Kampf, mein Freund. Vielleicht hat er auch das Serpe Royal falsch verstanden und hat irgendwie das Einrollen mit den plus 60 Schaden irgendwie verbunden. Weiß ich ja nicht. Also, dass er dachte, dass man nur beim Einrollen eben diese plus 60 Schaden bekommt. Mir soll es recht sein, ich habe gewonnen und auch noch 100, natürlich. 100! 100 Münzen ins Gesicht geworfen. Sehr gut. Okay, wir haben auf jeden Fall noch Zeit für den nächsten Kampf. Dieser jetzige Kampf war ja schon sehr, sehr lange. Und mir hat jemand geschrieben, sehe ich gerade. Oh. Da bin ich natürlich jetzt direkt dreisterweise in den Kampf gesprungen. Tut mir leid, denn der gute Raccoon Black möchte natürlich auch seine Aufmerksamkeit mit seinem... Achso, das ist ja erst... Okay, Entschuldigung. Der Hut sah für mich erst mal so ein bisschen nach einem Playboy-Hasen aus. Aber es ist natürlich ein Pikachu. Wir sind natürlich kinderfreundlich hier. Okay. Ich war gerade ein bisschen irritiert kurz. Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Ich hätte lieber ein Serpifoy gehabt am Anfang, aber gut. Kann man sich nicht aussuchen. Das ist natürlich der RNG-Anteil hier. Und der das Generation-Ding als Cover. Das ist schön. So, das Lugia. Da verbinde ich gute Gedanken mit. Problem ist natürlich, der Luftball, der haut höllisch rein. Und das bringt mir natürlich überhaupt nichts gerade. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ein blöder Anfang. Denn er kann jetzt schon 60 Schaden machen. Mit seinem Luftball. Wobei, ich weiß gar nicht, zählt das überhaupt doppelt? Wir hatten das auch gerade letztens erst, dass es doppelt gezählt hat oder nicht. Jetzt macht er jetzt schon 80 Schaden? Ja. Super Kampf! Daumen hoch! Geil! Mann! Okay, ich guck mal kurz, wer geschrieben hat. Bis gleich.
Okay, Freunde, dann haben wir auch ein kleines Community-Match hier. Ein kleiner Community-Kampf mit dem guten Troso, der mich gerade hier angefragt hat. Ich werde ihn mal kurz herausfordern. Sekunde. Das hier war herausfordern. Ich weiß nicht, das sieht so aus, als hätte man Beef. Ja, okay, sehr gut. Ah, oh, ich werde schon herausgefordert. Okay, alles klar. Sehr gut. Mit dem Greenpeace-Deck natürlich, wenn wir es schon mal direkt dabei haben. Los geht die wilde Fahrt gegen den guten Troso. Oh, interessant. Feuer und Wasser, genau. Drache, Wasser. Los geht die wilde Fahrt. Okay, das ist natürlich immer am spannendsten für mich eigentlich, dass ich mit meinem Kritiker selbst und mit meinen Kritikern gegen meine Kritiker kämpfe. Das ist natürlich jetzt ein schöner Anfang eigentlich mit dem Miltank. Problem ist natürlich, wir bräuchten noch irgendwas, was uns hier weiterhelfen könnte. Na gut, wir werden sehen. Nee, das reicht mir erstmal. Ein Miltank reicht vollkommen aus. Ein Barschwar. Guten Morgen. Okay, das heißt, Milotic wird wahrscheinlich nicht fern sein. Zumindest relativ unoffensichtlich, sehr subtil getroffen hier mit dem Deckcover und auch noch mit dem Kartencover. Also ich glaube nicht, würde mich stark wundern, wenn hier Milotic drin ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Okay, oh, das böse Dragoran mit 150 Schaden. Gefährlich, gefährlich. Da witter ich ja schon die Doppeldrachenenergie. Und freue mich nicht gerade darüber. Ja, da ist sie schon. Die Doppeldrachenenergie, natürlich. Das ist eigentlich die krasseste Spezialenergie von allen, muss man doch wirklich sagen. Okay. Professor Platan, da habe ich mir auch schon lange überlegt, ob ich mir den einfach mal ins Team packen soll, also ins Deck packen soll. Ich habe immer so ein bisschen Bammel damit, weil der halt 7 Karten verschluckt, ne? Aber eigentlich, wenn man sich das so durchrechnet, man muss ja nur 6 Pokémon besiegen, ne? Und man wirft ja auch nicht jede Runde einen Professor Platan raus, ne? Also das sind ja 42 Karten, die er maximal dann eben schlucken würde. Das geht eigentlich. Es ist eigentlich okay. So, jetzt holen wir uns erstmal via Levelball das Evo. Ich überlege immer mit dem Octillerie, aber eigentlich bringt mir das ja nicht so viel gerade. Ich weiß es nicht. Zumindest brauche ich momentan auf jeden Fall das Zapifoy. Das ist mir momentan ein bisschen wichtiger. So. Komm, das mal hingeworfen und wir können uns auf jeden Fall mal kurz die Briefe holen. So, damit wir auch was zum Abwerfen haben für den Duperball. So. Das eine Miltank behalte ich doch nochmal. Ja, behalten wir nochmal da. Jetzt kommt via Hyperball das Evoserp. Ja. Ja? Kommt es? Ich weiß es nicht. Na gut, doch, machen wir. Machen wir. Ist auf jeden Fall, wäre seltsam, wenn nicht. Und Energiekarte an das Miltank natürlich. Und dann mal raufgekloppt. Putz! Ich habe ehrlich gesagt ziemlichen Respekt gerade. Ist zwar das Barschwart nur 30 KP und das Dratini auch nur 50, aber ihr habt gesehen, da war eben dickes, fettes Dragoran, was gar nicht mehr auf dem Ablage gestapelt ist. Das macht mir ein bisschen Angst. Hat er irgendwas genutzt hier? Habe ich wahrscheinlich wieder mal nicht aufgepasst, ne? Wahrscheinlich. Aber das Dragoran haben wir eben schon gesehen. Da ist es ja, mit dem Super Bonbon. Habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das reinpacken soll. Es gibt so viele Karten, die man möglicherweise unter Umständen reinpacken sollte, was sehr, sehr schlau wäre. Aber ich bin doch ein dummer Dumbatz und brauche mal sehr lange, bis ich realisiere, dass es eine gute Idee ist. Okay, ich rieche hier dein Octillerie. Mhm. Über das Remoraid natürlich. Junge, du hast ganz schön viele Doppeldrachenenergien. Okay, natürlich Draw Support schlechthin. Fahrrad. Habe ich noch nie gesehen, aber gut. Okay, Evoserp, komm erstmal rein. Zack. Sehr gut. Können wir paralysieren, bringt momentan relativ wenig, weil er sowieso nicht angreift, aber egal. Dann nochmal den Brief. Zack, zack. Die Doppelfarblosenergie werfe ich jetzt sogar weg, weil ich sie weniger brauche als die ja, Pflanzenenergie gerade. Ist ein bisschen seltsam, aber ist nun mal so. So, Hyperball für Miltank könnte ich eigentlich auch rauswerfen, oder? Nee, ich brauche das Miltank vielleicht noch. Ich werfe so viele Energiekarten ab gerade, das gefällt mir eigentlich gar nicht, aber ich kann da ja nicht viel machen gerade. Ich kann noch nicht viel machen, Mensch. So, ich kann aber nicht entwickeln, weil wir ja gerade schon das Evoserp entwickelt haben. Leg aber schon meine Energiekarte ran, natürlich. Und nochmal kurz raufgekloppt. Das Barschwar werden wir auf jeden Fall besiegen. Außer er hat irgendein Item, was die Paralyse heilen sollte. Aber das wäre ja seltsam, wenn er das beim Barschwar machen würde. Oder er holt sich das mit, jetzt das Mili... Oder er holt sich jetzt das Milotic ran, was er aber nicht tut. Er holt sich das Octillerie, was natürlich einen guten Draw-Support bietet. Ich weiß nicht, das Octillerie ist immer so eine Sache für mich. Das ist natürlich ein schöner Beigeschmack,
Wahrscheinlich ist es verdammt, wahrscheinlich ist es sogar das wichtigste Mon in meinem ganzen Deck, aber mir kommt es immer so vor, als wäre es einfach nur so ein fröhlicher Beigeschmack bei der Sache. Jetzt killt er sich selbst, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, jetzt killt er sich selbst, pusht das Dragoran bis in die Unendlichkeit. Ja. Yep. Ja, eine Energiekarte, eine Preiskarte. Woo! Okay, jetzt bekommen wir natürlich den Heiko, der uns nicht mehr viel bringt. Ja. Und was hat er jetzt gemacht? Genau. Genau das. Und deswegen mag ich dieses Dragoran nicht. Weil das so verdammt overpowered werden kann. Also das ist echt ein ziemlich cooles Deck, muss man sagen. Das geht echt gut steil. Am besten wäre natürlich jetzt die Kombination aus Evo, Serp und Serpi Royal. Also dass wir erst paralysieren und danach entwickeln zu Serpi Royal. Problem ist natürlich, ich kann leider jetzt nur 80 Schaden machen. Das ist jetzt das große Problem. Ich kann da auch zwar zurückwechseln, aber das bringt mir ja auch gar nichts, weil ich keine Energiekarte leider habe. Wenn ich jetzt eine Energiekarte noch hätte, dann könnte ich ja mit dem Miltank 80 Schaden machen, mit dem Evo-Serp nochmal 80 Schaden und dann wäre das Dragoran weg. Aber so ist es gerade ein bisschen blöd leider, da wir ja die ganzen Energiekarten leider weggeworfen haben. Ich Depp. Wobei, ehrlich gesagt, sonst hätten wir das Miltank auch nicht mehr, weil sonst hätte ich eben das Miltank weggeworfen. Gut, dann schlitzender Schlag. Immerhin noch ein bisschen Schaden raufdrücken. Wundert mich nicht wirklich, dass ich hier jetzt so leicht, was heißt leicht unterlegen, ich bin schon ziemlich hart unterlegen. Dieser eine Kill von der war ja ein Self-Kill, also dementsprechend darf ich mich hier überhaupt nicht rühmen gerade. Aber es wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil von dem guten Troso und natürlich auch von einigen anderen habe ich natürlich den Großteil der Tipps bekommen. Dementsprechend wäre es sehr seltsam, wenn ich jetzt hier stark dominieren würde. Zumindest noch wäre es ziemlich seltsam. Vielleicht werde ich ja irgendwann über meine Meister hinauswachsen. Momentan ist es aber leider noch nicht der Fall. So. Der kann mich auch natürlich gerade killen mit seinen 150 Schaden, mit dem schweren Einschlag. Wenn das Pokémon ist... Ach, der hat doch so... Der hat sogar Delta Plus. Das ist ja richtig eklig, das Viech. Das ist ja richtig ranzig-panzig. Und wir haben schon richtig lange nicht mehr den Wald der großen Gewächse gehabt, fällt mir gerade auf. Schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ist ein bisschen blöd. Aber gut, vielleicht haben wir jetzt das unglaubliche krasse Kartenglück, dass wir mit dem N alle Serpifeu-Entwicklungen und noch den Wald bekommen. Das wäre natürlich cool. Aber ich glaube, das Spiel sagt so, nein, heute nicht. Okay, wir bekommen einen Heiko, den wir jetzt gerade nicht nutzen können. Aber die Evo-Brause, die bringt mir natürlich recht wenig gerade. Ich glaube, ich kann sie gerade sowieso nicht nutzen, ne? Oder kann ich? Nee, wieso kann ich sie nicht benutzen? Hat er jetzt gerade irgendeinen Effekt hier drauf? Oder habe ich jetzt gerade irgendwas übersehen? Wieso kann ich die Evo-Brause gerade nicht nutzen? Ich scheine gerade ein bisschen blind zu sein. Ich weiß auch nicht, warum. Gut, Trombok, kannst du noch was reißen? Theoretisch schon. Wenn ich jetzt die Doppelfarblos-Energie aufgespart hätte, aber ich... Wie gesagt, die Möglichkeit bestünde halt, dass ich in einer Runde das Serpifeu raushaue. Gut, so ist natürlich jetzt ein bisschen... Also es war eigentlich meine einzige Chance, muss man ganz ehrlich gestehen, dass ich halt in einer Runde das Serpifeu hochentwickle bis zum Serpi Royal. Dann hätte ich es noch hinkriegen können. So nimmt er sich natürlich mit dem Delta Plus direkt die zwei Preiskarten und gewinnt das Ding. Schöner Kampf. Mir gefällt das Deck extrem gut, muss ich sagen. Also großes Lob an dich. Ach ja, das war... Ich bin jetzt so ein Versuchskaninchen hier oder was? Na gut, ich verstehe schon. Ich verstehe schon, aber es funktioniert auf jeden Fall, dieses Deck, das sieht man ja selbst. Es ist sehr rund, auch mit dem Milotic gefällt mir sehr, sehr gut in Verbindung mit dem schweren Einschlag vom Dragoran. Sehr, sehr schön ausgewählt. Ich würde aber sagen, das wäre es dann für heute gewesen. Ich muss dich dann auch wohl ein bisschen vertrösten, falls du jetzt noch einen Kampf haben möchtest, Troso. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen für heute und wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye.